gehen in ein sehr, sehr interessantes Video rein. Als ich das heute gesehen habe, dass es online gekommen ist, wollte ich eigentlich mir es schon angucken, hab's dann aber doch sein lassen. Haben Andy und Klöt ein ADR Earthquake Unboxing rausgehauen. Mit der Fragestellung, ob das Ganze Schmutz oder ein Meisterwerk war. Da muss natürlich hier wieder die Fashion-Polizei einmal reinsliden und nachgucken, was die sogenannten Ashraf-Hater zu sagen haben. Über das Ashraf-Video hatten wir hier schon im Stream drüber gesprochen gehabt. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt mal gespannt, was die Kollegen über die Earthquake-Kollektion sagen. Und ich würde vorschlagen, wir sliden rein. Warte auf die Reaktion vom Scooterpad. Ja, hier bin ich doch, mein Freund. Und heute, Freunde, ey, was haben wir, Claudio, heute? Heute ADR. Es ist eine neue Brand, kennt ihr vielleicht, von so einem kleinen YouTuber? Eine neue Instagram-Brand, eine aufstrebende Instagram-Brand, wie wir sie gerne betiteln. Das ist Patrick Spector. Und wir dachten, komm, wir unterstützen ihn so ein bisschen. Nein, Freunde, ey. Der Ehrenbruder Patrick hat eine neue Kollektion gedroppt. Support ist kein Mord. Deswegen haben wir gefühlt die ganze Kollektion bestellt. Fangen wir mit dem an. Freunde, ey, ihr wisst ja, eine kurze Geschichte. By the way, Paket habe ich sogar selber für die Jungs zusammengepackt. Aber Story werde ich vielleicht noch im Laufe des Videos diesbezüglich erzählen. Ihr kennt, es gab so eine Geschichte, schau. Dieser Patrick, yeah. Der hat letztes Mal, hat der geile Typ, weißt du, ich habe ihm geschrieben, schick mir das und das. Er hat gesagt, ja. Schickte mir das und das, aber falsch. Und dann. Wie ist wenigstens? Und dann, ja, Freunde. Ja, genau. Ich glaube, er hatte sich ein Lanix-Set gestellt und da war die falsche Hose, glaube ich, mit dabei oder das falsche Oberteil. Irgendwie war da ein Fehler in der Lagerhaltung. Weswegen ich ihm jetzt, nochmal die passende Hose in die Bestellung auf meinen Nacken gelegt habe. Korrekt ist korrekt. Erstmal Kuss geht raus, Mann. Erstmal Resell. Aber erstmal Resell. Weißt du, es gab ein Video, da haben wir, wisst ihr, es ging um mein Outfit. Er hat ein Outfit gemacht auf diese Pants und die war mega, es war ein schreckliches Outfit. Yeah. Also es war schrecklich. Ja, so schrecklich ist das Outfit gar nicht, to be honest. Einfach das Lanix-Set. Schrecklich, oder? Hier front an ging das Lanix-Set, lass ich aber nicht mit mir machen. Leute, wie viele hast du bekommen? 18 von 40 Punkte. 80 von 40 Punkten, ja, sag ich doch, es hat gut abgeschnitten. Geblendet, eben, hat verloren damals. It's so bad. Ich mache ein Fit-Pick mit dem ganzen Kostüm, mit dem Lanix-Set. In braun mache ich ein Fit-Pick. Und fordere dich heraus. 1 gegen 1. Geil. Okay. 1 gegen 1. Der Typ erstmal die Tracks miteinander dann. Ja, ich fordere dich heraus. Ich mache ein besseres Fit-Pick. Ich mache ein besseres Fit. Lamdulila. Ich mache es. Und wenn ich das schaffe, dann gibt es einen Gutscheincode für nächstes Mal. Für nächstes Mal, oder? Ist fair. Ja, Andi. Dann kriegst du einen Gutscheincode. Und wenn wir es nicht schaffen, dann schicke ich dir irgendwas. Schokolade. Ja, guter Deal. Ist ein guter Deal. Wenn wir gewinnen, dann gibt es für unsere Community gibt's einen Gutscheincode. Ja, für die ganze Community. Oha. Wer entscheidet denn, welches Fit besser ist? Die Models aus Moskau oder was? Da kriege ich wieder 18 Punkte. Nee, das ist Betrug, Freunde. Abgekartetes Spiel. Also, okay. Das hast du aber zweimal, glaube ich. Freunde, das haben wir zweimal bestellt, weil es uns so gefallen hat. Das hier ist ein Jacklein. Kannst du mal anfassen? Okay, jetzt geht's quasi in das eigentliche LPU rein. Das sind jetzt quasi die Sachen aus der Earthquake-Kollektion. Das ist der Zipper. Das ist XL, Claudio. Und welche Größe ist das? Das ist L. Haben wir L bestellt? Ja, L. Beide L? Ja. Ich habe fix XL bestellt. Oha! Habe ich falsch gepackt oder was? Ich habe eigentlich drauf geachtet, dass ich da die richtigen Sachen auch reinpacke. L bestellt? Ja. Hey Patrick, warte. Ja, guck da lieber nochmal nach. L. Ja, also doch L bestellt. Ja, habe ich doch richtig gemacht. Lagerarbeiter-Pad. Dann anfassen, wie gefällt der Stoff? Ja, gefällt mir sehr. Und die Farben? Die Farbe? Die passt zu meinen Augen zum ersten Mal. Grün, weiß Bescheid. Ja. Stop the cam. Ja. Im Licht sind sie grün. Im Licht sind sie grün, oder? Ja, eben, da haben wir es. Haben wir L bestellt? Ja, L. Okay, in dem Fall muss ich sofort anprobieren. Okay. Also Freunde, so sieht der Hase. Wie groß ist Andi? Weiß das jemand? Er ist da voll der Riese, oder nicht? Er ist mindestens so groß wie Robert Friedrich. Und der war ja, glaube ich, 2,2 Meter oder so. Also da war ja, glaube ich, mit einer XL besser bedient, sag ich euch ehrlich. So aus von mir. Was denkst du? Mami. Ja, wobei, jetzt im Sitzen, ihr seht zwar nicht, jetzt seht ihr es, geht eigentlich sogar fit. Ja. Also das ist ein auf starkes Piece. Dass es so rauskommt, finde ich. Ja, also... Ja, okay, das kann man machen. Die Sache ist, soweit ich mich erinnere, er hat das so extra gemacht, dass es wie so ein Inside-Out-Vibes, also vieles von der Kollektion ist so Inside-Out. Ja. Das ist ja gar nicht. Das ist der Klöt, der das gerade anhat. Optische Täuschung. Macht schön die Fäden, weiß ich meine. Farbe sehr, sehr schön. Da wusste ich auch direkt, dass ich das möchte. Ich glaube jetzt, no joke, auch so im Nachhinein betrachtet, feiere ich das Piece. Und ich feiere auch generell die Zipper, die auch mit dem Lanik-Stoff rausgekommen sind. Bei der Sommerkollektion haben wir allerdings das erste Mal wieder einen neuen Zipper, der auch vom Schnitt her komplett anders ist als
die, die wir in der Vergangenheit rausgebracht haben, mit am Start. Das werdet ihr aber auch dann in, ja, auf den Produktbildern deutlich erkennen, weil das geht ja schon nochmal in eine andere Richtung als der Kollege jetzt hier. Vielleicht habe ich ihn ja auch schon das ein oder andere Mal geleakt. Ich weiß es ja auch nicht, Freunde, ja? Ein bisschen? Eine 8,5. 8,5? Also die Dame ist mir hier sympathisch. Wenn ein Mann so an ein Date kommen würde, wäre gut. Ja, ich würde mich wohlfühlen. Oh, okay. Willst du den Clown von dem Typen? Oh, definitiv. Okay, ihr habt's gehört, meine Freunde. Aha, ich sag's, ich hab's immer gesagt, ADR kommt auch gut bei den Damen. Boom, Freunde. Ganz schön, kannst du aufmachen. Okay, Qualität ist speziell, aber gut. Speziell, aber gut, also ich hab nichts gesagt, sie ist mir doch unsympathisch. Ist auch Größe L, oder? M. Ja, ist eine Größe M, genau. Andi hat sich M geholt? Bro, ich trage M. Er ist safe größer als ich. Ja. Weil es sagt. Also, da müssen wir aber noch mal ein bisschen üben, Andi. Die Größenauswahl. Kannst du Nachhilfe bei mir buchen? Okay, ich probiere schon an, warte. Weil das muss ich sagen, das ist klar. Das wird die safe zu klein sein, oh mein Gott. Ich habe das bestellt, weil ich war, glaube ich, am Wettkampf oder so. Ich war nicht zu Hause zu der Zeit, als das rauskam. Das müsste ein bisschen cropped sein, was? Probier's dir jetzt mal auf Joker angelehnt. Klar, aber ja? Mag ich auch. Magst du auch. Ja, okay, T-Shirt fit im Sitzen zu bewerten, ist jetzt ein bisschen schwieriger. So geht es eigentlich. Ja, Mann. Das ist schon mal wichtig. Ja. Claudio? Also der Schnitt ist so. Von der Breite ist es nicht schlecht. Breite ist gut, aber. Sehr kurz, das ist alles. Schon sehr kurz. Also schon sehr cropped. Aber ja, ist halt ein Crop-T-Shirt. Schon aber es gab die Idee ich schon so. Ja, okay, der hätte ihn aber safe eine Nummer größer, besser getan, sag ich euch ehrlich, wie es ist. Mich würde echt interessieren, wie groß er ist. Ja, aber okay. Ich glaube, ich vielleicht doch. Aber es ist ein nice T-Shirt. Ja, also die Qualität fühlt sich gut an. Also, ja. Es ist ja Inside Out, genau. Es ist Inside Out. Also, du ja, wichtig. Kannst es, schau. Erfolgsrezept bei der Kollektion. Du kannst es Inside Out wenden. Oder, Claudio? War das so? Es ist wendebar, ja. Wendebar. Aber muss es so sein? Hä? Ja, natürlich. So, es ist quasi, dass das T-Shirt auf links ist, der Stick allerdings auf der richtigen Seite und andersrum genauso. Dass das quasi das T-Shirt dann richtig rumgetragen wird. Aber der Print ist umgekehrt. Aber du kannst sagen, dass jedes T-Shirt wendebar ist. Also ich meine, weil da ist doch. Ich weiß nicht, ob es das T-Shirt ist. Gab es mehrere T-Shirts? Ja, jetzt sind die einfach lost. Doch, es gab nochmal eins. Nein, es gab wirklich kein anderes T-Shirt. Was jetzt, Mann? Patrick, da muss intervenieren. Ich kann jetzt nicht anrufen, aber. Es ist so, es ist richtig so. Da kann ich auch meinen Pullover so tragen. So, warte. Das ist Fashion. Ja. Kann ich auch meinen Heiderpulli vertragen? Wendebar, also eben, so kann man sagen, dass alles wendebar ist, was ich meine. Oh, was? Bro, du hast dein Heiderpullover falsch rum an, aber alles ist falsch rum an. Jetzt ja alles falsch rum. Aber das T-Shirt, wenn du es falsch rum trägst, ist richtig rum. Versteht ihr, was ich meine? Aber sonst das T-Shirt magst du? Sonst, ja. Ich würde sagen, es ist simple, ein everyday T-Shirt. 1 bis 10? Eine 7. Ein Basic-T-Shirt ist jetzt nichts Außergewöhnliches, außer vielleicht der Schnitt halt. Aber ansonsten ist es halt mehr so ein Basic-Tee. Kann ich mich mit einer 7 von 10 auf jeden Fall anfreunden. Der Numero Uno, Numero Due ist drin. Claudio, pack raus. Kannst du irgendwas rausnehmen? Ah, hier haben wir die Cargo. Eine Cargo-Hose. Cargo-Pants, haben wir alle im Kopf, die braunen. Die auf Maler angelehnt, weißt du? Hier mit Malflecken. Ja, die ja. Die sind braun. Und die haben wir von Anfang an direkt gefeiert. Was ist ja. Das? Gefällt sie dir? Die ist so. Gibt mir so ein Retro-Vibe irgendwie. Retro-Vibe? Passt ja zu meinem Retro-Style. Also was mich aufregt, ich finde den Übergang von braun und schwarz finde ich beschissen. Ja? Ja, das gefällt mir gar nicht. Es müsste ganz braun sein, finde ich. Nein, Bro, nein. Ganz braun wäre es halt eine braune Hose gewesen. So kommt diese ganze Bauarbeiter-Optik nochmal ein bisschen besser zur Geltung. Nein, ich finde, wäre es ganz braun, wäre es sick. Auf jeden Fall diese Hose, die Cargo, wir haben es ja schon unsere Meinung gesagt. Genau, beschissen. Das sagt, also ich feier sie, das ist halt... Nein, Marsha, deine Meinung, Marsha? Plus, ich meine, den Prozess, wie diese Pants entstanden ist, kennt ihr ja. Ja, das war ja quasi ein Sample, was ich auf eigene Faust bearbeitet habe. Dann haben wir den ganzen Schnitt dieser Hose geändert, aber Elemente von der OG-Hose beibehalten. Und ein Element war halt, dass die Hose erstens die braune Farbe hatte, plus diese schwarzen Elemente. Ich würde ehrlich gesagt eine... 5, 6? 5 oder 6? Nee. Wie heißt die nochmal? Chat, wie war der Name? Weiß das jemand? Okay, Marsha. Marsha, du warst mir gerade sympathisch. Da müssen wir jetzt hier noch einmal die Spur wiederfinden. Lass uns zuerst Marsha berühren. Okay. Lass zuerst Marsha berühren. Was? Okay. Ist Qualität, würde ich sagen, ist gut, ja? Mir gefällt dieses Match, dieses. Black White. Ja, genau.
Heute, zweite Mal. Mag ich eigentlich, mag ich. So ein Mix, ja. Beste Fitpicks auch hier beim Andi und beim Klöt. Es ist speziell, sagen wir so. Es ist speziell und eye-catching. Von dem her ist es wieder gut. Backprint, ich würde sagen, es ist eine 7. Okay. 7, okay. Also besser als die Hose gerade. Deine Meinung? Berühr mal. Einfach blind. Also natürlich, das Design gefällt mir. Doch, habe ich es ja bestellt online. Und ich muss sagen, die Qualität überzeugt mich jetzt. Wenn ich das mal anfasse, so. Ziemlich dicke Qualität. Waschen. Ziemlich dicker Stoff, nicht Qualität. Sorry. Mich persönlich hätte es jetzt interessiert, ob sie auch hier den Beißtest-Eimer anwenden können. Das Ganze standhält. Oder den Reißtest. Das sind natürlich zwei Qualitätsstandards, die jetzt leider nicht angewendet werden, die man aber ja durchaus heranziehen könnte. Also wir haben ja vorhin die Jacke gehabt. Zweimal sogar. Und das ist die Hose davon. Die hatten zweimal den Zipper oder was? Bin ich lost? Zweimal den Velour-Zipper haben die sich gezogen? Aha. Qualität ist gut. Aber die sind ein bisschen kleiner wie die Lanik-Hosen. Ja, die hat halt nicht diesen weiten Schritt. Aber ansonsten, wirklich, ich feiere die Hose des Grauens. Ich habe die immer noch sehr, sehr gerne an. Auch wenn das jetzt hier, wenn es ja ziemlich warm ist, zum Beispiel ab 30 Grad kannst du die halt nicht anziehen. Aber ich fühle die des Grauens immer noch. Also auch mit diesen Inside-Out-Nähten gefällt mir immer noch sehr gut. Würde ich immer noch 1:1 so machen. Müssten wir vielleicht mal einen anderen Colorways noch rausbringen, Chat? Die kleinen sind oder so, ist es einfach so ein anderer Schnitt, würde ich mal sagen. Aber Qualität auch hier top. Gute Qualität? Ja, aber Qualität ist nicht so, nicht so wichtig. Schnitt ist wichtig. Nee, Qualität ist von den Merkmalen ganz, ganz weit. Geiler Typ, erstmal eine Hose kaufen, die auseinanderfällt. Ist nicht so schlimm. Ja, wenn es nicht geil ist. Was bringt dir das, wenn du absitzt und erstmal den ganzen Stuhl abgefällt? Ja, das ist aber der Distress-Look. Ernst gemeinte Frage. Was ist euch wichtiger? Qualität oder Design oder Schnitt? Ich überlege gerade selber, was ist denn für mich wichtiger? Ich glaube, das ist immer auch abhängig vom Preis, was man zahlt. Ich meine, wenn ich 500 Euro für ein T-Shirt ausgebe, dann erwarte ich schon gute Qualität. Aber wenn ich vielleicht weniger ausgebe, dann mache ich ja auch Abstriche bei der Qualität und ja, schwierig. Chat ist sich auch nicht einig, also auch sehr durchwachsen. Ein Mix aus mehreren Zutaten ergeben ein vollkommenes Rezept. Sehr, sehr wichtig. Und das, auf das habe ich mich am meisten gefreut. Zeige euch so, wie es ist. Okay, das ist wirklich cool. Das ist das Highlight, glaube ich. Ich weiß, dass einigen diese Hose gar nicht gefällt, weil sie ein bisschen zu speziell ist und abgespaced. Aber habe sie vom Anfang direkt gefeiert. Aus dem Grund, also ich kenne jetzt keine vergleichbare Hose. Ich habe sie einfach bestellt, weil ich gedacht habe, habe ich es noch so noch nicht gesehen. Und die ist sick. Okay, die mag ich echt. Mit den Gucci-Latschen am Rocken. Hätte mir keine bessere Kombination einfallen lassen dafür. Die Farbe gefällt mir auch extrem. Und du kannst abschneiden nach den Hotpants. Ja. Es ist so nicht das 0815, was ich sehr gut an dem finde. Aha, Marsha, doch sympathisch. Deswegen bei dieser Hose. Die ist krass. Weil. Lati, kommst du? Ich muss jetzt schätzen, glaube ich, so 80. Aber du kannst hier. Du kannst so zwei Gürtel. Du kannst da einen Gürtel und oben einen Gürtel. Ja, wow, Alter. Ey, aber die ist groß, ich sag dir bei Gott. Wichtig. Da passt ein iPad rein. Also, ich sag's mal so: Die Chance ist sehr klein, dass jemand die gleiche Hose trägt. Ja, oder eine ja. ähnliche von einer anderen Marke, weil sie sonst. Freunde, wichtig. Die Hose ist zwar speziell, aber macht was her. Ich würde fast schon sagen: Bestes Piece von der Kollektion. Meine Meinung. Bestes Piece von der Kollektion? Da schreibe ich sogar so. Auch das Piece, wo wir, glaube ich, am meisten rumgetüftelt haben. Ja, wobei der Sweater mit den ganzen Grafiken drauf, das war natürlich auch super aufwendig, das Ganze zu zeichnen. Aber ich glaube, angenommen, ich dürfte nur ein Piece behalten. Ich glaube, ich würde die Pants nehmen. Also die Jeans, die hier gerade am zeigen ist. Vielleicht müssen wir die dann auch in einem anderen Colorway rausbringen. Man weiß es nicht, Freunde. Und Qualität macht einen guten Eindruck jetzt. Aber erstmal der Sommerdrop. Wichtig. Mal gucken, was da passiert. Das ist die erste Jeans von der, die ich jetzt in der Hand habe. Ich glaube allgemein die erste Jeans, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Voll. Mal an, fass mal an. Sag mal. Die Rückseite auch sehr. Ja. Okay. Ah, dieser Represent-Patch mag ich. Mhm. Anzeige ist raus. Mascha, nein, meinst du Hose 1 bis 10? Eine 9. What? Eine 9? Oh. Mag ich sehr. Eine 9, okay, eine 9. Ich würde sagen... An dieser Stelle beenden wir mal die Aufnahme. Nein, Fazit. Wir müssen noch ein Fazit machen. Was dir gefallen, was nicht gefallen hat. Also, Freunde, bis jetzt alles wie erwartet. Okay, das bedeutet, Pants, die Jeans, hat am besten abgeschnitten. Krass. Hätte ich nicht gedacht, weil die Jeans ist schon etwas spezieller. Muss man jetzt hier feiererweise sagen. Also, es ist eher so ein Ding, hate it or love it. Das ist kein In-Between. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, so bei einem Basic-T-Shirt kann sich halt so, ja, okay, kann man machen, so diese Filme. Aber das ist eher so eine Sache, entweder du bist auf der Seite, die es fühlen. Oder halt, die es nicht fühlt. Was ein bisschen schwierig war,
Ich habe extrem lange auf dieses Paket gewartet. Ein Monat, glaube ich. Ja, und ich habe halt sehr lange kein E-Mail erhalten. Und das war ein bisschen so. Ja, die haben tatsächlich länger darauf gewartet. Aber das hat auch einen Grund, den ich euch jetzt hier nicht verrate. Weil das Paket ist rausgegangen und ist dann wieder zu uns zurück. Aus einem Grund, den ich eigentlich sogar mit Andy abgesprochen hatte. Beziehungsweise er hatte danach gefragt. Ansonsten, dieses Mal alles da, was sein muss. Dieses Mal waren falsche Sachen dabei. Ja. Das war das Mühsamste, sagen wir mal so. Ja. Aber die Qualität von allen Dingen überzeugen? Ja, ich denke, qualitätstechnisch müssen wir uns nicht verstecken. Braucht man sich jetzt nicht irgendwie vor anderen zu verstecken. Ich bin absolut überzeugt, dass das eine sehr gute Qualität ist. Klar kann man die immer noch weiter ausbauen, aber an und für sich bin ich sehr, sehr zufrieden mit der gesamten Kollektion, muss ich auch sagen. Also jetzt rückblickend, klar, wenn man mitten im Gefecht ist, feiert man natürlich immer die neuesten Sachen, weil es so alles noch so frisch ist. Aber ich glaube, jetzt auch rückblickend betrachtet, kann man ohne irgendwie zu zögern sagen, dass es die beste ADR-Kollektion war, die bis jetzt rausgekommen ist. Ich muss sagen, am meisten hat mir natürlich auch die Jeans, kannst du mir schon geben, Jeans gefallen. Also die war jetzt auch vor allem in Real Life. Die flasht schon rein. Patrick, falls du noch eine übrig hast, ich kaufe mir auch noch, glaube ich, eine. Die gefällt mir sehr. Retourenjob, genau. Alright, Freunde. Danke an den Andi und an den Klöt für das Video und das Feedback zu den einzelnen Sachen. Video über die Wahrheit von ADR ist wahrscheinlich schon in der Mache. Spaß beiseite. Freut mich auf jeden Fall, dass die Jungs die Sachen größtenteils gefallen. Ich glaube, das Einzige, was jetzt von den Bewertungen her nicht so gut angekommen ist, war die braune Pants. Ist natürlich wie immer Geschmackssache. Ich denke, die hätten sich jetzt nicht, wie viele Pieces es jetzt waren, 5, 6 Stück, hätten sie sich wahrscheinlich nicht gekauft, hätten sie es komplett nicht gefeiert. Grüße gehen natürlich raus und ich hoffe, dass dann der Sommer-Drop genauso gut ankommen wird. Ja? Der dauert ja jetzt auch nicht mehr lange, bis das Ganze dann ins Rollen kommt. Dann bin ich mal gespannt, ob wir da wieder mit überzeugen können an der Stelle. Ne? Wichtig und richtig.